It is now recording. All right. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ist das ein bisschen weit weg? Nein, Episode 306. Wir haben den 23.05. Wir bedanken uns. Ja, wir bedanken uns an unsere Sponsoren, Patronen. Ja. Patronen. Ja. Vulkonic.com. Vulkonic.com. Der Internetagentur aus Österreich. Genau. Dem Klebermonster. Das wir getroffen haben, das wir damit auch wieder grüßen. Ja. 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 Ich habe sogar passende Montur an und du ja, auch? Ja, ich auch. Oh, wir müssen auch an. Ah ja, genau, richtig. Grüß Gott. Ja. Ich habe nichts, was Geräusch machen kann. Ja, nein, es kann nur Plupp machen. Wer sind denn wir? Bin ich, der Karl. Ja, der Dennis. Und der Stefan. Und der Horst kommt vielleicht noch, dem geht's nicht so gut, hat er gesagt. Vielleicht kommt er später noch, werden wir sehen. Ah, hat jemand einen offenen Handy? Handy mit. Ah, er kann dich anrufen wahrscheinlich. Ja, ich habe meins angelassen. Der findet uns hier. Wir sind sozusagen an einem normalen Platz. Also ja. Da geht er her. Ja. Oh, da mal einen Schluck nehmen. Was haben wir für Themen? Ich wollte reden über Automatisieren oder Technologie und. Nein, nicht nur Automatisieren, aber auch generell Technologie und Arbeitsplätze. Da habe ich einen super Podcast dazu gefunden diese Woche. Den werde ich empfehlen. Ich werde was erzählen über eine Spitzenleistung von mir. Ich habe mir für meinen Raspberry Pi SD-Karten gekauft. Man erkenne den Fehler. Read only. Raspberry Pis brauchen Micro-SD-Karten. Ja. Ja. Ich habe SD-Karten. Sehr schön. Sehr schön. Was hast du für Themen, Dennis? Gar keine, vermutlich. Also mir fällt jedenfalls nichts ein. Okay, rede ich über etwas, was ich letztens gesehen habe. Ich glaube, wie hieß der nochmal? Libretro. Ist das ein Laptop? Nein, das ist es ist ein Betriebssystem, glaube ich. Oder ein Aufsatz, ist so wie ein Retro-Pi mit einem Betriebssystem für den Pi, um alte Spiele zu spielen. Ah, kenne ich nicht. Ja. Ich habe es diese Woche gesehen. Ich wollte kurz fragen, hat eine von euch React OS mal ausprobiert? Ja. Ist jetzt schon länger her, aber ja. Nicht ernsthaft. Ja. Okay, da können wir dann auch drüber reden, was das ist insbesondere. Ja. Oder generell über Windows Emulation auf Linux und verschiedene Open Source. Das ist ja nochmal was anderes. Ja, aber das ja. Und umgekehrt. Umgekehrt, ja. Interessant wäre dann auch vielleicht als Thema dann Windows on Windows als Thema, falls einem das was sagt. Du erinnerst mich jetzt auf die verschiedene Art wie DOSBox und so weiter, dass ich auch zuerst auf Windows verwendet habe und Programme zu. Gut, ja, so. Habt ihr euch schon WannaCry installiert, genau. Nein, habe ich noch nicht. Nee, es hat mir leider keiner zugeschickt. Ja, okay, doch, jetzt fällt mir ein. Und zwar habe ich doch ein Thema, und zwar UCE Protect. Das fällt nämlich wirklich ganz gut darunter. Oh. Dann haben wir doch Themen. Ja, ich glaube, die Themenliste ist jetzt voll. Ja, gut. Womit fangen wir an? Das Nerdigste. Pi klingt auf jeden Fall nerdig. Ja. Ja, also ich habe mir falsche SD-Karten bestellt. Und die waren aber schon ausgepackt. Und dann wollte ich eigentlich die auch nicht zurücksenden, da so halb verpackt oder so. Und eigentlich habe ich mir gedacht, wäre es ja praktisch. Also, ihr kennt ja den Raspberry Pi und bei mir ist der in einem Gehäuse drin. Und die SD-Karte kann man theoretisch relativ einfach herausnehmen, weil das ist ja so ein kleiner Federschalter. Mhm. Ich glaube, beim Dreier nicht mehr. Beim Zweier geht es noch. Also ja, beim Dreier ist es kein Federschalter, noch. Da muss man nur ziehen. Nur der Haken ist der, wenn man das drückt, also wenn der sozusagen Release macht, dann bleibt er erst recht wieder beim Gehäuse hängen. Mhm. Das heißt, diese Feder ist bei mir fast sinnlos. Man muss dann mit dem Fingernagel so hinein und das rausheben. Also es ist eh super mühselig. Und darum habe ich jetzt dann geschaut, nachdem ich mir die falschen Karten bestellt habe, ob es nicht einen Adapter gibt. Man kennt ja die Adapter MicroSD auf SD. Also wenn man eine MicroSD-Karte in einen SD reingeben will, in einen SD-Slot. Aber gibt es das auch umgekehrt? Naja, das müsste dann außerhalb sein. Genau.
Ja. Das würde mich ja gar nicht stören, wenn das außerhalb wäre, weil das ist eh ein Gerät, was sozusagen verräumt ist. Das, und auf die Art und Weise könnte ich es dann einfach wechseln. Das hat aber geringe Anwendungsmöglichkeiten, weil im Mobiltelefon kannst du das nicht einlegen. Stimmt, aber für so Geräte eben ging es. Und für irgendwas, wo man dann besser drankommen will oder für den Fall, wenn man ursprünglich an das Gerät gar nicht mehr so richtig drankommt und man will das sozusagen rausführen. Und so ist das dann auch ausgeführt. Also alles, was ich gefunden habe, sind nicht irgendwelche kurzen kleinen Adapter wie, oder was Sticks oder so, sondern das ist im Prinzip so ein kleines Plättchen, wo die Kontakte drauf gelötet sind und es ist ein Flachbandkabel und dann kommt eine Plastikbuchse sozusagen, wo man die große Karte reinsteckt. Und dieses Flachbandkabel ist fast einen halben Meter lang. Gibt es nicht in Deutschland, gibt es nicht in Österreich, gibt es aber zu bestellen. Erstmal siebenmal um den Paar herum. Werden wir jetzt sehen, ich habe das jetzt einmal bestellt und werde es spaßeshalber ausprobieren. Also kannst du mit einer Schere kürzen. Hat, glaube ich, und dann neu zusammenlöten oder so. Ja, ja. Hat, glaube ich, kostet, glaube ich, 6 Euro oder so. Ich werde dann berichten, wenn ich es habe. Aber vielleicht noch vorher oder nachgeschoben, warum ich überhaupt diese neuen Karten brauche. Ich habe wieder mal das Dilemma, dass meine SD-Karte in den Read-Only-Modus geswitcht ist. Also nicht wundern, wenn euch einmal sowas passiert, wenn man auf eine SD-Karte zu viel draufschreibt, dann schaltet die nach einer gewissen Zeit in den Read-Only-Modus. Und zwar ist der Hintergrund der, dass eine SD-Karte üblicherweise sogar überzählige Sektoren hat und diese Sektoren beim Beschreiben immer wieder kaputt werden. Und wenn das die SD-Karte mitkriegt, dann sperrt sie die Sektoren und nimmt dafür die überzähligen Sektoren und irgendwann sind die dann einmal auch voll. Und wenn die dann auch voll ist, dann schaltet die SD-Karte um auf Read-Only-Modus. Das heißt, ich kann sie noch lesen, aber nicht weitere hinzufügen. Und das ist ganz lustig, also tatsächlich ein Raspberry Pi bootet auch ohne größere Probleme von so einer Read-Only-Karte und läuft auch so lange drauf, bis er schreiben muss. Er schreibt auch, aber er synkt sozusagen nicht drauf, bis der Schreibbuffer voll ist. Dann hängt er sich auf. Das heißt also, der RAM wird dann zu gemüllt. Ja, aber das funktioniert durchaus ein paar Tage ohne Probleme. Also bis man die neue SD-Karte bestellt hat und bekommen hat, kann man mit der Read-Only-Karte zur Not auch leben, wenn man nicht auf die Karte was schreiben muss. Das ist mir noch nicht passiert. Ja. Ich benutze auch eine Raspberry Pi, aber hauptsächlich für Aufnahmen machen. Ja. Und da hatte ich ein ganz anderes Problem, aber auch mit SD-Karte. Das mit A-Record hat es dann mit Synchronisation von Ton Probleme. Das ist einfach, ich habe einfach Fehler bekommen. Und die Lösung, die ich gehabt habe, war XFS auf einem USB-Stick hat das gelöst. Latency-Probleme hat. Also war die SD-Karte zu langsam wahrscheinlich? Oder Controller oder so. So irgendwie. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es versucht mit XFS auf einem USB-Stick. Hat funktioniert einfach ohne Probleme. Seitdem. Aber ja. Ja, mountet es nicht im Sync-Modus, sondern immer Async. Okay. Sonst muss er sofort mitschreiben. Und das bedeutet dann, dass es wirklich die Geschwindigkeit der SD-Karte wirkt sich dann auch auf den Ton aus. Ja, es ist, man muss halt. Ja. Aber mit XFS und dem USB Drive hat es funktioniert. Das war meine Raspberry Pi Geschichte. Und ich habe einen Podcast gefunden, den ich sehr cool finde und den ich daher empfehlen möchte. Der heißt Linear Digressions und dreht sich um das Thema Machine Learning und Data Science. Recht kurze Episoden, so Viertelstunde. Aber mittlerweile haben sie doch echt schon 170 davon. Ich habe jetzt eine Handvoll gehört und das waren bisher alles sehr nett. Eine Physikerin und was er vom Beruf ist, weiß ich nicht genau, diskutieren miteinander so Machine Learning Themen und so weiter. Und um ein Beispiel für eine Episode zu geben, was das für witzige Themen sein können, eine war über computergenerierte Witze. Nein, die können nicht witzig sein. Ja, dazu vorausgeschickt vielleicht, also was für Art von Witzen, wenn gewisse Satzmuster vorgegeben werden, dann kann man auf die Art und Weise sowas wie einen Witz bauen. Also wer Lust hat, sich das anzuhören, das ist die zweite Episode vom Linear Digressions Podcast und ich fand sie ganz witzig, die Episode, die Witze vom Computer nicht so. Ja. Aber es sind bisher echt interessante Themen und wir machen das sehr nett. Soll ich mein Thema einführen? Yep. Ja, ich wollte sagen, in Musik ist es nicht so neu, diese Problematik, aber wer ein
da sind schon viele Musiker ersetzt worden durch natürlich Aufnahmen zuerst und dann auch MIDI heutzutage besonders viel, besonders beim... Der Trompeterautomat, sag ich dazu nur. Trompeterautomat? Ja. Aha. Das ist eine Maschine, die schon zu Beethoven-Zeiten, glaube ich, war das, existierte, wo sogar extra eine Symphonie für den Trompeterautomaten geschrieben wurde. Ah ja, der Wald, nein, der, was war es, die Kriegssymphonie oder was immer. Ich weiß es nicht mehr. Die einen Werk von Beethoven, das alle einig sind, das scheiße ist. Ja, ich habe das Ding auch mal gehört, das klingt nicht besonders lustig, weil den Trompeterautomaten hat man hier in Wien inzwischen sogar nachgebaut. Aha. Ja, aber ja, es gab dann später Player-Pianos und so weiter. Und manche, es gibt so ganz alte Aufnahmen von Leszczynski oder alte Pianisten vom Ende des 19. Jahrhunderts, das man hören kann, dadurch, dass es gibt die Klavierrollen. Mhm. Und heute würde ich sagen, zum Beispiel in Fernseher oder in Film, ursprünglich, glaube ich, das wurden alles von Live-Musiker gespielt, aber jetzt wird es einfach mit MIDI aufgeführt. Und manchmal gehe ich ins Konzert und denke mir, diese Musiker könnte man mit einer Maschine ersetzen. Und das ist besonders häufig bei, okay, ich sage ein bestimmtes Instrument, und zwar Orgel oder Organisten, das ist am häufigsten ist bei mir. Tja. Dadurch, dass die Orgel, ich meine, Orgel kann man sehr leicht, Klavier hat man ganz fein Kontrolle über, wie laut jeder Ton ist, aber Orgel ist entweder on oder off. Und so, wenn man es drückt oder wie ist man es drückt, ist wurscht, ist einfach runtergedrückt oder nicht runtergedrückt. Und das spielen viele, ich finde nicht, dass man Musiker grundsätzlich durch die Maschinen ersetzen kann, es ist nur, dass über die letzten Jahrzehnte haben die Musiker so mehr und mehr mechanisch geworden, um Teil, dass die besser austauschbar sind, dass die dann tatsächlich wirklich durch Maschinen ersetzen kann, man kann, finde ich. Oder die werden oft, besser gesagt. Ist das Fernseher oder was immer, wenn die brauchen schnell eine Musiker, dann holen die nicht immer von der Straße. Wobei Hollywood-Filme werden ja immer noch mit Live-Orchester aufgezeichnet. Aber das nur die großen Filme, nicht die... Ja, nur die großen Filme. Und dann nehmen die teure Musiker, dadurch das von, wenn die dann einen Film drehen, die 50 Millionen, auch 400 Millionen kostet zu drehen, dann können die es sich leisten, 100.000 Euro für eine Live-Orchester. Eben, ja. Okay, 100.000 kostet es nicht, wahrscheinlich 50.000 oder was immer, ja. Man kann auch einfach ein Orchester mieten, ja. Es sind meiste klassische Musiker haben einfach nur Klavierkonzert oder als Soloisten aufgetreten, indem die eine bekannte Orchester einfach so und so viel Geld gegeben haben, dass die mit ihm spielen. Mit ihr. Das ist sehr häufig. Das ist auch, wie viele Leute zum ersten Mal in bekannte Sälen wie Musikverein spielen. Mhm. Wenn man Geld hat, kann man einfach die Musikverein mieten. Wie jeder andere. So. Das heißt also, man ist nicht bekannt, sondern man macht sich selbst bekannt. Genau. Geld. Ja, das ist auch sehr häufig. Auch bei manchen Leuten, die man sehen denkt, sind nicht so, würde man nicht das denken unbedingt. Aber das heißt also, Maschinen ersetzen inzwischen die Musiker und Aber du kannst es, the machines replace the musicians, except for when the musicians are rich enough that they can replace the machine. Okay, das ist... Nochmal, ich habe es nicht ganz verstanden. Ich muss gerade noch mal die länger... Die Musiker werden durch Maschinen ersetzen, außer die Musiker sind so reich, dass die keinen einfach sagen, ich spiele einfach. Oft. Nicht immer, aber... Manche Musiker wirklich... Ich meine, wirklich, wenn man... alte Aufnahmen hört, wo die sehr individuell und selbst so besonders gespielt haben, kann man nicht mit einer Maschine oder Computer sehr gut ersetzen, aber es ist die starke Tendenz seit 1920er Jahre oder 1930er Jahre besonders sehr ins mechanische Richtung zu gehen.
Das heißt, man hat das Gefühl fehlt immer mehr. Ja. Also ist nicht mehr Austauschbarkeit zu bekommen? Ja, das ist schon, weißt du, die Opernhäuser, die haben sonst für Musiker. Und zum Beispiel, die brauchen eine, oder ich sage ein Orchester, ja? Du hast eine Orchestermusik, du hast nur Zeit für 2 oder 3 Proben. Hm. Und wenn du hast keine Zeit zu proben, kannst du nicht die Details machen. Hm. Und wenn jemand ausfällt, du musst jemand anders holen. Und wenn du diese Person nicht kennst und er spielt ganz anders, dann funktioniert es nicht gut. Mhm. Und die Austauschbarkeit, der Vorteil davon ist, du kannst in 2 Wochen ein neues Stück aufführen, ohne es zu proben, dadurch, dass alle spielen genau auf eine sehr simple und sehr mechanische Art, so dass man kann jederzeit eine Musiker austauschen und man ist nicht abhängig von einer. Das heißt, es sind mal wieder Effizienzüberlegungen. Ja. Oder beim Oper vielleicht. Ich meine, es ist wirklich wahr, dass auch beim Opernsänger, dass es gibt zum Beispiel, ein Opernsänger fällt raus und dann singt jemand anders statt die. Wenn sie ganz anders singt als die Opernsänger, dann müssen alle die Musiker darauf reagieren und das kann viel mehr gefährlich sein, als wenn die einfach alle gleich singen. Wenn du hast 10 Sänger und du kannst sagen, okay, heute singt die und morgen singt die und das sind alle gleich, dann kannst du viel leichter, ohne Probleme deine Betrieb machen, ohne dass du dich kümmern musst. Ja, okay. Wo sind wir jetzt? Ja. Okay, SD-Kartenadapter? Okay. Ich hätte noch was zum Pi. Zum Pi? Meines ist nicht mehr technisch, was ich noch habe. Okay. Also mach weiter mit Pi. Ja, nochmal Pi, das ist ja witzig. Und zwar habe ich diese Woche etwas vorgeführt bekommen. Ich bin da reingekommen und sie wollten es unbedingt mir sogar zeigen. Und zwar, ich weiß nicht, ob es ein Retro-Pi ist oder nicht. Also es handelte sich dabei um ein Pi, wo ein bestimmtes Betriebssystem drauf lief. Und dieses sah von der Bedienung wirklich nahezu exakt genauso aus wie das von der PlayStation 3. Sogar der Blauton stimmte. Und was konnte man da starten? Spiele. Und sie hatten es so angeordnet, dass jede Spielekonsole, die sie unterstützten, der Controller abgebildet wird als Logo dafür, welche Spiele man unter diesem Menüpunkt findet. Aha, aber ich nehme an, es kann nicht PlayStation 3 Spiele spielen. Nein, aber wir haben uns direkt auch dafür interessiert, was für Spielekonsolen denn demnächst unterstützt werden könnten, weil das läuft ja nicht nur auf dem Pi, sondern auch auf dem X86er oder sonst was. Und ja, es gibt tatsächlich schon Leute, die versuchen, die Wii U und die PlayStation 3 zu emulieren. Aber das wird entweder noch extrem lange dauern oder nie passieren. Ja, interessant. Nie wird es sicher nicht, ja, okay, das, aber ja, irgendwann wird es passieren. Mhm. So wie PS2 hat auch eine lange Zeit gedauert. Ja, und die PlayStation 2 zum Beispiel kann nicht emulierter werden darauf, aber die PlayStation 1. Ja. Interessanter fand ich dann das Spiel, was sie mir dann vorgeführt haben, und zwar Mario Kart 64. Also Nintendo 64 Emulation ist mit drauf, und Mario Kart 64 habe ich dann sogar gespielt, eine Runde. Erstens, ich konnte das Spiel mal vergleichen mit Mario Kart 8, was ich ja auch habe. Es spielt sich schon ganz anders und die Grafik ist halt auch ganz anders. Ja, natürlich. Aber es ist interessant, dass das halt ganz gut funktioniert hat. Ich hatte dann einen Logitech-Controller. Ich hätte jetzt auch einen PlayStation 3-Controller nehmen können, aber es war ein Raspberry Pi 2, der hatte keinen Bluetooth. Man braucht ja einen Raspberry Pi 3, um den PlayStation 3-Controller dann zum Spielen benutzen zu können. Ja. Und ja, es hat ziemlich gut funktioniert eigentlich. Mhm. Also Gas geben, ja, bremsen, ich bin, glaube ich, sogar Erster geworden. Sehr gut. Auf Anhieb. Ich meine, beide von euch haben kein Nintendo 64 gehabt, nehme ich an. Ich habe nur eine Wii U und eine Switch. Ah, okay. Dann fühle ich mich älter. Nicht so alt. Du bist hier der Jüngste gerade. Ja. Mit Abstand, oder? Okay, wer hat einen NES? Nein. Nein. Atari?
Hatte ich nie. Nichts von den alten gehabt. Ne? Okay. Commodore 64 habe ich gehabt. Aber auch Computer ganz am Anfang. Ja, aber also mein erstes Computerspiel war Atari 2600 und dann hatte ich eine NES und dann N64. Und auf dem, ja, das beides wäre an für sich lustig, es ist nur... Ja, die NES-Spiele und SNES-Spiele laufen natürlich auch drauf, ja, wenn du das Image NES, hast. Ja, ja. Ja, das könnte ganz lustig sein. Es ist auch eine Frage, welcher Emulator und welche andere Systeme es auch unterstützt und welche Programme. Ja. Läuft mit Nerven drauf? Weiß ich nicht. Moment, ist das ein Spiel oder? Das ist eine Emulation-Sache, das emuliert 5 oder 6 andere Systeme. Also was auch noch unterstützt wird, wird von, wie heißt er nochmal? PC von Sega. Engine? PC Engine? Na, da kann ich mir jetzt nicht erinnern. Aber von Sega wird... Ja, genau, Genesis wird unterstützt. Ja, sicher. Ja, ich weiß nicht. Also es ist halt, ich meine, das Ding nennt sich Retropie, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und das war Ganze basiert auf LibRetro. Aha. So Library Retro. Ja, ich meine, das wäre lustig. Es wäre auch lustig zu spielen, Sachen wie PCFX oder ganz komische Konsolen. Oh ja, stimmt. Ja. Kennst du PCFX? Den Namen nur. Ich habe mich irgendwann mal beschäftigt mit den Spielekonsolen, die es jemals gab. Ja. Da gab es ja ganz urige Sachen in den 90er. Anfang der 80er gab es eine Konsole, die hat, das war nicht nur das Gerät Konsole, sondern da war der Bildschirm mit integriert. Mhm. Aus folgendem Grunde, und zwar hatte die nur Vektorgrafiken. Mhm. Das heißt also, der Punkt wurde nicht wie rasterisiert, wie man das kennt beim Röhrenbildschirm, wo der immer Zeile für Zeile, sondern wirklich, es wurde darauf gezeichnet. Ah, ja. Und zwar ein Dreieck wurde dann wirklich als Dreieck direkt gezeichnet und nicht zeilenweise. Ja, ja. Da gibt es zum Beispiel auch ein interessantes Projekt, ein neueres, das geht in dieselbe Kerbe. Da hat jemand auf einem Oszillator Doom zum Laufen gebracht. Mit, und ja, wie funktioniert das? Es werden ja Dreiecke auf heutzutage in den Grafikkarten berechnet. Und das hat er natürlich dann auch gemacht. Er hat Dreiecke berechnet. Deswegen ist jedes Quadrat bestehend aus 2 Dreiecken. Die sieht man dann auch deutlich. Ach so. Weil der kann nämlich nicht unterwegs dann sagen, und jetzt schalte ich den Strahl ab, gehe an eine andere Position und zeichne weiter. Sondern du siehst dann auch, wie er von einem Punkt zum anderen durchgeht. Das heißt, da sind ein paar Linien zu viel drin. Es sieht sehr urig aus. Ja. Aber diese alte Konsole aus den 80er Jahren, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, muss ich nachliefern, die konnte das. Ja. Und so liefen dort Spiele drauf, die es für sonst keine einzige Konsole sonst jemals gab. Ja. Weil nämlich diese, das Vektorgrafiken waren, die dort gezeichnet worden sind. Ah ja, es gab viele verschiedene andere Systeme, die ich habe mich auch interessiert dafür, aber ja, ich habe hauptsächlich, wie ihr weißt, habe ich einen Grund, warum ich Japanisch gelernt habe, ist um Computerspiele auf Japanisch zu spielen. Die Computerspiele, die es nicht auf Englisch gibt, das sind sehr viele. Aber ja, und meiste Konsolen wirklich waren sehr erfolgreich in Japan, hatten sehr viele Spiele und dann im Westen nichts. Ich glaube, bekannte Beispiel, Sega Saturn war viel erfolgreicher in Japan als in Europa und in Amerika. Hatte auch viel bessere Spiele. Ja, ich weiß nur, dass es das Ding gibt, aber ansonsten, ich habe nie ein Spiel davon gesehen. Ja, es hatte sehr viele RPGs auch und solche Sachen. Und gute Spiele. Mhm. Man kann es jetzt emulieren. Es gibt sogar einen Open Source Emulator. Yabause heißt das. Ich glaube, den gab es auch für den RetroPie. Ah ja, das wäre dann auch lustig. Ich wundere mich, ob PPSSPP geht für diese RetroPie. Oh, wir müssen aufhören. Da kommt jetzt jemand und wird uns stören. Der kann ja nicht podcasten. Ja. Es kommt ein Störgeräusch. Ja, ein Störgeräusch. Hallo, Störgeräusch. Hallo, Hörs. Aus. Hallo, grüß euch alle. Habt ihr zufällig noch ein Bier? Nope. Na? Ja.
Oh. Okay. Hast du Themen, Horst? Ja, ja. Habt ihr schon Make-up-Fair abgehandelt? Nein, nein, wir waren ja alle nicht da. Wir sind noch am Aufnehmen, oder? Ah ja. Ja, wir nehmen noch auf. Make-up-Fair kann ich anbieten und einen Ausflug nach Bratislava. Oh, schon wieder. Jo. Oh, schon wieder. Okay. Na dann, erzähl. Kann mir jemand einen Schluck Bier? Um die Zunge zu lockern. Ja. Na, dann erzähle ich so lang noch. Dankeschön. Bitte. Vom Herrn Lehmann, den ich entdeckt habe. Kennst du den Alexander Lehmann? Ich kenne einen Film, Herr Lehmann. Podcaster, na. Wetten? Naja, nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Autor und Regisseur, soweit ich verstanden habe. Empfohlen worden ist es mir über den Podcast Netzpolitik, Logbuch Netzpolitik, da ist am Schluss erwähnt worden, so in einem Nebensatz, ja, und der Alexander Lehmann, der hat das wieder sehr nett visualisiert, das WannaCry, eine Erklärung, wie das so funktioniert. Ja. Und dann habe ich ein bisschen nach dem gegoogelt und festgestellt, das ist eine ganze Animationsserie auf YouTube. Ich glaube, es sind 30 oder 40 Animationsfilme, wo der Alexander Lehmann visualisiert durch so Comic-Grafik, aber quasi als Filme, technische Zusammenhänge, gesellschaftliche Zusammenhänge sehr, sehr und so weiter erklärt. Und echt gut auf den Punkt gebracht, was mich sehr überrascht hat. Weil oft ist es ja so, wenn man dann so vereinfacht, dass man dann halt zu dumpf wird. Ja, genau, eben zu simplifiziert. Zu dumpf ist ein schönes Wort dafür. Und das macht er nicht. Es ist auch eine Kunst, das genau runterzubrechen, ohne ein Niveau zu verlieren und trotzdem spannend zu bleiben. Und du findest, der kann das. Ja, echt. Also Lehmann, absolut. Alexander Lehmann, auf YouTube. Und der hat einen ganzen Kanal und eben auch recht aktuelle Sachen auch. Zum Beispiel einen 1,5-Minuten-Film, dieses Thema, ich habe nichts zu verbergen, kennt ihr diese Geschichte. Ja, ja. Wozu Privacy. Ja. Genau. Ja. In 1,5 Minuten bringt er das so gut auf den Punkt. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn man das gesehen hat, dass man das dann nachher noch behauptet. Also es ist echt so gut auf den Punkt. Unterschätzt die Blödheit. Ja, aber ich glaube, mein Vater. Es ist wirklich wert, schaut sich das an. Wer den nicht kennt, Alexander Lehmann, ich bin sehr positiv überrascht worden. Zu dem Thema, ich wollte schon immer irgendjemand, der das dann sagt, dann fragen, Moment, wie heißt du nochmal? Okay, ich komme gleich wieder. Mich rumdrehen, weggehen, mit dem Rücken zu ihm. Und in der Zeit, ich habe das mal bei FIFA, glaube ich, gelesen, das Mobiltelefon aufklappen, dass er auch merkt, dass ich ein Telefon gerade erst einschalten muss und dann ein bisschen rummache und dann mal telefoniere, dann laut lache und wieder zurückgehe und sage, darüber sollten wir mal reden. Die Person wird anschließend auch nicht mehr dafür sein. Weil das ist ja im Prinzip, oh, was hat er jetzt über mich entdeckt? Die Person fängt dann an zu denken. Dein Optimismus in Ehren, aber... Ja. Was, ne? Ob die das wirklich tun. Ja. Genug Bier? Ja. Zur Not. Wer zu spät kommt, den bestraft die Therapiedose. Ja, ich kann von der Make-up-Fair Vienna erzählen. Also ich war der Einzige von euch, der... Ja, ich habe sie leider verpasst. Also ihr habt was versäumt, das war sehr leibend. War draußen in Transdanubien, in der Meterstadt, Dr. Otto Neurath Gasse, bei Erzherzog Karlstraße, also sehr gar nicht so einfach zu erreichen. Es gab einen Shuttlebus von der U2-Station Stadlau. Das Ganze hat sich abgespielt in einer ehemaligen Fabrikhalle, die 2 Galerien gehabt hat, also es war massig Platz. Und was ich als kleinster, mikroskopischer Gewerbetreibender sehr schätze, ich habe für meinen Tisch nichts zahlen müssen, was ich extrem edel finde. Ist dir das passiert? Das weiß ich auch nicht, aber ich glaube, es lief einfach unter Community. Ich habe auch geredet, mich natürlich überschwänglichst bedankt. Sie haben gesagt, sie freuen sich, wenn die Community vertreten ist. Und das ist halt das Schöne an einer Maker-Bewegung, die sind dann auch klein business-friendly. Also die verstehen auch, dass Leute auch das verkaufen wollen. Mich wundert das. Na gut, auf der anderen Seite, sie verdienen ja ordentlich über die Eintrittspreise. Der Eintrittspreis war 11 Euro, glaube ich, für Erwachsene und für Studenten und so weiter mäßig. Aber es hat sich auszahlt, meiner Meinung nach, weil du warst wirklich mehr als einen Tag beschäftigt. Nur
eine Runde machen und wirklich mit jedem Standler zu reden. Und war es so voll wie letztes Jahr? Also ich war letztes Jahr nicht dort, deshalb kann ich das nicht ganz beurteilen, aber es war gesteckt voll. Es waren meiner Meinung nach eigentlich lauter interessante Stände, also jetzt bis auf ein paar Modesachen hat mich nichts nicht interessiert. Ich habe leider nicht die Zeit gehabt, ordentlich mit jedem Stand zu plaudern. Es gab Workshops, es gab für Kinder einen eigenen Bereich, wo sie was gemacht haben. Also es war durchaus familientauglicher Event, wo du hingehen kannst. Letztes Jahr warst du nicht da. Nein, wer hat dann beim Podcast drüber geredet? Meiner einer und Wotzi Botzi. Und er war recht angetan und ich war nicht so begeistert. Einerseits war es mir zu voll. Ja. Gut, es war auch sehr heiß an dem Tag damals. Also man ist so richtig durchgeschoben worden und ich habe das Gefühl gehabt, das ist irgendwie nichts Neues. Also das war so mein Eindruck. So 17 mal den gleichen 3D-Drucker und so. Ja, also es waren schon ein paar Stände mit 3D-Druckern, aber es gab schon anderes. Ja. Also was mich gefreut hat, ist halt die vielen kreativen Leute zu sehen, die halt in der Produkt machen. So, zum Beispiel, seien es jetzt Lampenschirme oder Mode oder Schmuck oder einer hat, Mein Mampf hat das glaube ich geheißen, der hat aus Hitlers Mein Kampf daraus, was hat er gemacht, irgendwas komplett anderes, ich glaube Kochbücher oder so. Was? Also er hat die einfach anders wieder zerlegt und anders zusammengesetzt. Und hat das also die Wörter oder? Ja, ich habe es nicht so ganz kapiert, aber nachschauen auf der Homepage Mein Mampf. Und sonst, man kann auf der makerfairvienna.org Seite nachgucken, da ist ein schönes Ausstellerverzeichnis mit Links zu jedem einzelnen. Das interessiert mich eigentlich mehr, als hingehen, ja. Ja, kann man machen. Und ich habe ein sehr schönes Erlebnis gehabt, nämlich ich habe insgesamt 5 Schüler von mir gehabt, die den Stand betreut haben teilweise. Oh, das war extrem angenehm. Also nicht nur, dass ich keinen Stress gehabt habe, dass ich den Stand wieder reinverdienen muss, weil er hat mich außer meiner Arbeitszeit jetzt nichts gekostet, sondern noch dazu waren Schüler von mir dort. Und ich habe die nicht geskriptet oder so, aber ich habe dann so ab und zu mitgekriegt, wie es mit Kunden reden. Und da haben sie gesagt, ja, da gibt es diesen Programmierkurs und ich bin schon 2 Jahre dort. Ich liebe den wirklich, das ist total gut und so. Ja, nett, auch einmal nett zu hören, dass ihnen gefällt. Und wir haben da halt fest Werbung gemacht, haben zum Teil auch ihre eigenen Spiele hergezeigt, was bei mir programmiert haben. Und ich habe sie auch Interviews machen schicken mit dem Mikrofon. Also einer hat Video machen sollen und einer Mikrofon. Und ein Video habe ich jetzt schon fertig, aber was ich vergessen habe zu sagen, also sie hätten auch ab und zu den Interviewer filmen dürfen, weil der Interviewer war recht klein, der ist 11. Und man sieht praktisch nur einen Mann, der nach unten redet und ab und zu schiebt sich vom unteren Bildrand so eine kleine Kinderhand mit einem Mikro ihm entgegen. Also es schaut ein bisschen seltsam aus, aber ja, also ich habe sozusagen alle Tätigkeiten, die ich sonst auf so Messen zu tun pflege, outgesourced. Und das war recht nett. Ich habe viele Leute getroffen, die ich jahrelang nicht gesehen habe. Das heißt, du hast kein Bier dort getrunken? Ich habe kein Bier getrunken, nein. Na doch, am Abend, am Samstag gab es eine After-Party. Ah. Ich habe den Andreas, also macht den Münchner Erfindergarten, der hat dann bei mir übernachtet. Das war auch recht mäßig gefrühstückt. Und ja, halt andere Standler kennengelernt und Kontakte gepflegt und vor allem Kontakte wieder. Also jetzt hat mir einer geschrieben, der hat mich 7 Jahre nicht gesehen, hat gesagt, hat mich dort auf der Maker-Fair gesehen und so. Mhm. Und alte Kunden halt wieder getroffen. Das ist ganz, ganz nett. Mhm. Und ich war ja sonst immer sehr oft auf der Game City und ich muss sagen, da hat es mir jetzt wesentlich auf der Maker-Fair wesentlich mehr gefallen. Einfach weil ich auch selber nicht so das Gefühl gehabt habe, ich muss jetzt den Tisch rein verdienen und jeder, der an meinem Tisch vorbeigeht, geht mir am Nerv und so. Ich muss einfach so passiv erduldet und wir waren gegenüber vom Amalet Tomat, wo es diese Palatschinken gibt. Das heißt, es war ein ständiger Besucherstrom zu unserem Tisch, wo die Leute dann halt auch geschaut haben. Und sonst ein sehr hoher Frauenanteil für eine Tech-Messe, also 50-60% jetzt gefühlt. Ui. Also das war, und weil von den Besuchern? Besuchern und auch Aussteller waren auch genug Damen, weil doch sehr viele künstlerische, kreative Sachen da waren. Ja, okay. Ja. Also da war durchaus was zu sehen. Was hast du denn ausgestellt? Ja, ich habe so einen Tisch gehabt mit ein paar Visitenkarten und Prospekten und 3 Laptops und habe halt für die Programmierkurse von Spielen Programmieren Werbung gemacht. Ah, okay. Also das Maker im Sinne von Programmieren. Ja, dass man halt selber Spiele programmiert. Und wir haben ja diesen freien Spielefolder, ist jetzt nachgedruckt worden von der FSF Eden, habe ich auch gescheit verteilt. Ist jetzt auch im MetaLab. Ja, da habe ich irgendwem welche mitgegeben. So ja. Ich habe sie dort entdeckt, die haben dort jetzt so eine Säule mit Prospekten. Sehr und gut. Da hängt es jetzt mit drin. Sehr gut. An der Seite. Heute zum ersten Mal dort. Du warst zum ersten Mal im MetaLab? Ja. Ja, hallo. Müssen wir gleich. Hast du schon berichtet von deinem Kulturschock? Oder? Nein, es ist nicht so groß. Deiner Nerdwerdung. Das war cool. Nerdizizierung. Du bist jetzt ein echter Nerd. Du gehörst jetzt dazu. Du gehörst jetzt zu uns.
Ja, lass mich nur kurz abschließen. Ja, also Makerfair sehr empfehlenswert. Ich finde es vor allem sehr edel, dass sie sozusagen die Tische für die kleinen Gewerbetreibenden billig hergeben. Ja. Das ist cool. Nur es erinnert mich von, wenn es so voll war, es erinnert mich an, was ich immer hörte über Comic Market in Japan. Ja, kann passieren, ja. Ich muss auch sagen, mittags, am Sonntagmittag war es dann wirklich so diesig und oben waren so Dachflächenfenster. Das heißt, hat die Sonne reingescheint und das noch mehr aufgeheizt und es waren eh schon zu viele Leute drin. Da ist man dann halt wie in der U-Bahn in einer heißen Stadt und so. Mittags haben sich die Leute halt so durchgeschoben, aber da sind dann auch nicht mehr viel sinnvolle Gespräche. Da wartest du irgendwie nur, dass es kühler wird. Ja. Ansonsten haben so Robotertiere haben's draußen Gasse geführt, habe ich ein Video gemacht. Oh. Schöne, aus München sind das so praktisch so wie aus Fahrrädern gebastelte Robotertiere an, das kann man es nicht nennen. Die tun auf vier Beinen mit Kuhglocken behängt, stelzen die halt so langsam durch die Gegend und werden von so brutalen Treibern in so Mittelalterkostümen so zu Menschen oder auf Maschinen? Na, die Treiber sind Menschen, aber es war eine coole Show einfach. Das heißt also, Maschinen werden jetzt auch schon versklavt. Ja, es ist ein Maschinenwesen. Ja. Gab es auch wieder die Band? Nein, die war heute nicht da, oder ich habe es nicht mitgekriegt. Es gab dann am Schluss für die Aussteller so oder eine kleine Afterparty am Samstag, aber von der habe ich auch nicht viel mitgekriegt. Hm? Ja. MetaLab. MetaLab, wow. Ich war nur dein erstes Mal MetaLab. Ja, Hackerspace von Lien. Ich war wie funktioniert. Ich war ein bisschen. Ich fand es interessant, das alles so. Wie soll ich sagen? Hast du vorher schon gehört von MetaLab? Oder ich habe es gehört. So ins Dunkle gestoßen und hat gesagt, naja, ich habe gehört, dass man verschiedene Sachen bekommen kann, wie wenn ich Psychoteile für meinen Pi. Bestimmte Sachen. Ach Gott, Resistors, ich weiß nicht, wie man sagt. Widerstände, genau. Und solche Sachen, und dass man basteln kann, das habe ich gehört. Und den Pi sogar im Automaten ziehen. Ja, das war auch interessant zu sehen, dass die alles. Ja, und dann, das ist, es war auch lustig, ein bisschen mit den Getränken, wie die es machen und diese, und alle die Kleinigkeiten, das ist so. Offen. Ja, ich habe gedacht, das ist ein bisschen mehr, ich habe mir es anders vorgestellt. Ja? Ich habe mir vorgestellt, ein Zimmer mit Computer, so wie in einer Uni, man sieht. So ein Computerlab. Also wie da drüben, wie man dort jetzt reinschauen kann, durch die Fenster. Ja, so habe ich es mir vorgestellt. Ja, nicht in Reihe und Glied, sondern chaotisch mehr, ja. Ja, und ja. Interessant. Oder ich habe gedacht, dass da ist so irgendetwas Kommerzielles dabei oder sowas. Na, eigentlich gar nicht. Es kostet, Lasercutter dann kostet halt was, aber das ist halt der ganze Strom, der da flöten geht. Ja. Interessant, heute haben sie eine neue Installation dann getestet. Und zwar, die Lampen sind jetzt Regenschirme und unten drunter ist dann so ein Holzgestell, wo Leuchtdioden dran sind. Die haben eine direkte Stromzufuhr, aber keine direkte Signalzufuhr. Das heißt also, sie haben kontinuierlich Strom. Und dann sind da kleine Module, die kosten so 3-4 Euro, sind WLAN-fähig. Und, kannst du per WLAN die Lampe einschalten? Richtig, die haben ein eigenes WLAN dafür. Ja, und dann gibt es einen Lichtschalter. Da ist wirklich so eine Aufputzdose Lichtschalter montiert. Und jeder versucht dann erstmal diese Taste zu drücken. Es funktioniert nicht. Weil, was haben sie gemacht? Ganz konträr zu dem, was man erwarten würde. Es ist etwas, was man kennt, aber es funktioniert nicht so, wie man das kennt. Stattdessen ist an der Seite ein ganz kurzer Pin, der raussteht. Es ist ein Poti, wo man dran drehen kann. Und wenn man daran dreht, steuert man das Licht. Das Problem ist nur, das WLAN ist nicht sonderlich stabil. So habe ich das Licht ausgemacht und es blieb trotzdem an, weil nämlich das Signal nicht korrekt ankam. Die schicken pauschal einfach 5-mal aus als Signal und keines ist angekommen. Also und, ja. Witzige war nur, dass alle Lampen sich gleich verhalten haben. Das heißt also, die Lampen haben, wenn das richtige Signal, alle erhalten oder keins. Es ist ja eine lustige Installation, die sie derzeit dort haben. Warum machen die nicht, dass die Lampen selbst die Signale zurückschicken, dass die es bekommen haben? Das wäre dann TCP im Prinzip. Derzeit benutzen sie UDP, weil es wesentlich simpler ist. Ah, okay. Für UDP, das ist stateless, TCP braucht ein State. Und wenn die Verbindung abbricht, dann muss man sie wieder neu aufbauen. Das ist alles
viel aufwendiger. Also UDP ist da wesentlich einfacher. Ja, ich meine einfach, dass es schick ist. Und wer braucht schon Licht? Genau. Ja. Also notfalls mehrmals dran rumdrehen an dem Poti und dann irgendwann passt es. Prinzipiell ist es ziemlich genau, haben sie mir erklärt, aber dadurch, dass die Pakete verloren gehen, pauschal 5 Senden und davon kommt keins an, ganz schlecht. Ja. Ich kann noch was erzählen von der Maker Faire, weil sie ja von dem Automaten geredet hat, im MetaLab, den hat ja der Flo, der Overflow betrieben eine Zeit lang. Ja, jetzt weiß ich nicht, wer es macht. Ja. Nee, macht er nicht mehr. Und der Overflow hat ein Spiel hergezeigt, das war recht cool. Das waren so, wie soll man das sagen, so dünne Flaschen ähnliche Kolben. Ja? Das haben eigentlich ausgeschaut wie ein Mikrofon. Mhm. So ein Kolben mit einer Elektronik drinnen. Und oben war so ein Plexiglas und drunter ein kleines LED. Und das Ganze hat auch vibrieren können. Und du hast jetzt die Aufgabe gehabt, also zwei Spieler nehmen das Ding und müssen es gerade halten. Dann tut es schön grün glimmern. Ja? Mhm. Und dann, wenn das Spiel losgeht, musst du versuchen, den anderen dazu zu bringen, dass er wackelt mit seinem Ding, weil dann hast du gewonnen. Das kannst du halt ganz einfach machen, indem du ihm auf die Hand schlagst oder ihn erschreckst oder ja, so. Ne? Und dann war das halt so eine Art Tanz. Das heißt, jeder hat versucht, sein eigenes sehr ruhig zu halten und da fuchteln und ja, den anderen halt dazu zu bringen, dass er nervös wird und das Ding dann... Das ist gut. Und dann wechselst du die Farbe und dann summt es wieder so, wenn sich es resettet für die nächste Runde. Und er hat gesagt, das kannst du auch mit sehr vielen Leuten gleichzeitig spielen. Sind die miteinander vernetzt? Nein, nein, vernetzt. Ach so, ja, vernetzt. Also keines so hat ein Kabel gehabt. Das war alles mit... Ich weiß nicht, mit welchem Protokoll die untereinander gefunden haben. Okay, die haben also trotzdem miteinander dann. Ja, die haben miteinander kommuniziert. Das könnte, ja, das klingt. Und du hast eigentlich nichts drücken müssen oder schalten. Also du hast nur die Aufgabe gehabt, das ruhig zu halten. Und wenn du es lang genug ruhig gehalten hast, hat es auch so gesummt, um anzuzeigen, jetzt kommt die nächste Runde. Ja. Also du hast nicht, es war kein Ein-Aus-Reset oder so. Also vibrieren konnte es nicht? Oder doch, so? Es hat vibriert, so, um zu zeigen, so, jetzt geht wieder ein neues Spiel los. Ah, okay, nicht mit Türen, sondern mit Vibration. Vibriert und die Lampen hat oben die Farbe gewechselt. Ah, okay, das heißt... Grün, rot, dann kurz, mhm, und dann wieder grün und dann hast du gewusst, okay, beide vibrieren, beide sind grün, jetzt geht ein neues Spiel los und dann hast du halt wieder geschaut, wessen Lampe zuerst rot wird. Ja, es ist so ein Spiel auf Angst, dass man das verliert oder sowas. Ja, weil also ich habe die Strategie entdeckt, weil ich recht groß bin, ich habe meins einmal in die Höhe gehalten und dann mit der anderen Hand rumgefuchtelt. Als der Flo mich herumgelaufen hat, versucht von hinten halt mich zu ärgern. Ja, kitzeln. Ja, war recht lustig und auch meine Schüler haben es gespielt. Und so. Mhm. Theoretisch ließe das ja auch schon umsetzen ohne einen Funk oder sowas. Ein Taster für ein Reset und wenn alle lassen gleichzeitig los und dann fängt das Spiel an und sobald schauen, alles rot ist, ups, verloren. Ja. Ja. Klingt lustig, das ist wirklich geil. Zum selber bauen. Ich glaube, er verkauft Bausätze und das fertig ist. Ah, okay. Also bei ihm einfach dann. Overflow. Bratislava kann ich noch anbieten. Na dann. Okay, ich war heute früh in Bratislava mit dem ersten Zug und der fährt so früh, dass man gar keine BIM kriegt zum Hauptbahnhof. Also man muss dann, der fährt nämlich um 4.45 Uhr und dafür war ich um 6, also um 5.45 Uhr war ich schon dort und um 6 war Treffpunkt. Also ich habe einfach nur am Vormittag Zeit gehabt, weil ich am Nachmittag arbeiten habe müssen, wollte mich mit Leuten da treffen auf eine Wanderung und das hat gut geklappt. Und wir sind vom Bratislava mit dem Bus zum Devin Kastel gefahren und Devin Kastel ist gegenüber von Hainburg, so eine riesige Festungsanlage auf einem sehr steilen Berg, also richtig mit senkrechten Klippen. Die wurde leider von Napoleon glaube ich, gesprengt, wie die Österreicher wieder mal einen Krieg verloren haben. Aber sie schaut jetzt auch noch als Ruine sehr imposant aus. Leider haben wir dann dort festgestellt, dass erst um 10 Uhr Vormittag aufgesperrt wird. Du warst schon um 6 Uhr da. Wir waren um 7 schon dort, ja. Mhm. Aber wurscht, also man kann auch drum herum wandern, es ist dort die Donau und dann zweigt so eine Art Nebenfluss in die Donau ab. Und dann sind wir von dort runtergewandert, so einen, also nicht die Donau, sondern so eine Art Nachfeldkanal, aber heißt dort halt anders, so eine Art Aulandschaft entlang. Und da bis zu einer Gegend, das ist eine Art Naturschutzgebiet und das heißt Sandberg. Das sind so, ja, so, das ist so die Mach. Dort. Ja, es ging über von bei Devin ist das die Mach. Das ist die Mach. Dann wird es die Mach sein. Ja. Mhm. Und dieser Sandberg war sehr schön, da ist irgendwie ein spezielles Mikroklima oder irgendwas, also ganz seltsame Blumen. Und da habe ich extrem bunte Vögel gesehen, die habe ich noch nie gesehen, wirklich schillernd in allen Farben und bunt und schauen aus wie ein kleines Drohnenspielzeug. So eine Art Schwalbe, aber knallbunt, also gold, rot, blau schimmernd.
Ich habe keine Ahnung, was für Vögel das sind, aber es dürften, muss es nachrecherchieren, wird es in der nächsten Sendung dann bringen. Also allein die waren sehenswert. Mhm. Und ja, und da sind dort so riesige Holzinsekten aufgestellt, es gibt so Naturlehrpfade und ist recht gut beschildert. Und es ist sehr schön, in Bratislava Bus zu fahren, weil das kostet, glaube ich, 70 Cent. Mhm. Mhm. Pro Tag oder pro Fahrt? Sie haben das so nach Zeit gestaffelt. Also eine Viertelstunde kostet 70 Cent und wenn du eine halbe Stunde fahren willst, kostet es 1 Euro oder so. Das ist total lächerlich billig. Ja. Es ist in Tschechien haben die diese Art, wo man zahlt für die Zeit. Ja, ja. Und die Wettintervalle sind auch sehr gut, muss ich sagen. Wir haben auch einen Ausflug gemacht. Wir sind nach Graz mit dem Zug gefahren. Ja. Aber nicht über den Semmering. Sondern Oststeirer? Sondern durch die Oststeiermark, ja. Genau. Also man kann in Wiener Neustadt in die Aspangbahn steigen, dort dann 2,5 Stunden nach Fähring fahren und von Fähring dann noch eine gute Stunde mit der Schnellbahn nach Graz rein und lernt damit komplett neue Gegenden kennen. Also das geht über Hartberg und so und dann ganz, ganz enge Täler und wüste Serpentinen fährt er da, das ist eine richtig Bergstrecke und so. War so eine Eisenbahntour. Eisenbahnromantik-Sendung war das sozusagen. Mhm. 3 Stunden lang war sehr nett. Wenn man viel Zeit hat und Lust hat, sich zu entspannen und nichts. Und lass mich raten, du hast dann Podcast gehört. Selbstverfreilich. Deine armen Mitreisenden haben nichts von dir gehört. Ja, die haben auch Podcast gehört. So, also, ihr habt gesagt, zum Podcast war eine landschaftlich schöne, interessante Strecke. Ganz genau, die man nicht näher kann. Also bis Hartberg gar nicht. Besucht. Und du hast Podcasts über Eisenbahn. Genau, Eisenbahn. Ich glaube, ich habe über Flugzeuge gehört zu dem Zeitpunkt. Ja. Ach so, runde Flugzeuge oder runde Flughäfen? Na, runde Flugzeuge. Der technische Terminus ist Densha Otaku. Ja, das ist eine japanische Sendung. Ja. Die ist cool, ja. Also. Was ist das? Das ist eine japanische Nerd-Sendung, sehr lieb aus den 90ern eigentlich schon. Gell? Zu welchem Thema? Das ist so ein sozial verklemmter Nerd, der halt eher im Internet lebt und dann halt trotzdem versucht, eine Freundin zu kriegen. Du redest von einem Film, oder? Nein, ich rede von der Serie, TV-Serie. Japanische Serie, kann man sich im Netz sagen. Es war irgendwie based on a true story. Es fängt so an, dass ein so Übernerd macht für Japan was ganz Erstaunliches. Er rettet eine hübsche U-Bahn-Fahrerin vor so einem Betrunkenen, der sie angrabt, während alle anderen so wegschauen. Und es spinnt sich dann eine sehr nerdige, komplizierte Lösung. Und dann fragt er für Advice auf 2chan, auf dem Internet. Und so sein Internetforum tut ihn dann praktisch immer fernsteuern und gibt ihm Tipps, was als nächstes dann sein. Es ist nicht Forum, es ist diese japanische 2chan, 2ch, es ist etwas, was nur in Japan gibt, wo man nicht... Wo nur mit ASCII, oder? Nein, der Unterschied ist, dass in einem Forum meistens muss man sich anmelden. Ja, und dort nicht, oder? Dort ist es extrem untypisch, sich anzumelden. Man postet nur anonym. Das ist die Äquivalent, die nächste, was es gibt, ist 4chan, würde ich sagen. Am nächsten, aber ist auch anders. Also es gibt nicht Bilder so viel auf 2chan. Und es heißt so, dass es in Japan keinen zweiten Kanal gibt auf dem Fernseher. Und das war dann witzig, wir sind dann in Graz in die Stadt, also in die Innenstadt gegangen. Und in Wien war ja das große Drama rund um den 13a, ob der jetzt noch durch die Marienhilferstraße, durch die Fußgängerzone fahren kann und so weiter. Wieso? Was ist denn dann das Problem? Na, weil da so viele Fußgänger sind und das ist so gefährlich. Und darum hat man dann die Linie umgelegt auch, nicht? Und jetzt fährt er ja ein bisschen andere Schleife, jetzt fährt er nur durch die Begegnungszone. Und in Graz fährt auf der einen Strecke, fahren glaube ich 4 oder 5 Straßenbahnlinien. Ja, hier an das her. Ja, und stellenweise fahren die dort im 10-12 Sekunden Takt. Habe aber nicht gesehen, dass irgendwas gefährlich gewesen wäre. Ja, eben. Alle passen aufeinander auf. Ja, was? Ja, das wenn sie fahren halt arg schnell. Liegt an der Geografie von Graz, was den Grazer Verkehrsbetrieb nicht taugt, ist, dass da wirklich fast alle wichtigen Linien durchfahren. Weil wenn da mal eine Störung ist, steht Graz dann still. Am Hauptplatz fährt, glaube ich, jede Straßenbahn sogar drüber. Mit dem, kann sein, ja. Ja. Also da ist so zwischen Hauptplatz und Jakominiplatz, da spitzt es so richtig ab. Das war ja auch die Strecke, wo der eine Attentäter da mit seinem Geländewagen Die Straßen sind ja so eng, dass zum Teil die Straßenbahn so einen großen Bogen fahren muss auf der anderen Spur sozusagen. Da wird es die fährt erstmal nach rechts, um dann nach links abbiegen zu können, weil die Kurve zu eng ist. In Graz jetzt, oder? In Graz, ja. In der Nähe vom Rathaus. Okay, nicht? Okay, gut. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern.
Auch wenn es schon du bei mir ist. Vielleicht die von der Brücke, in den Rathausplatz einbiegt, die Straßenbahn oder ist? Sie, das ist auf jeden Fall vor dem Rathausplatz, das weiß ich ja. noch. Ja, die fährt da durch ein sehr enges Gassel. Ja. Eben, ja. Ja, da geht es eng zu, ja. Das ja. ist ja schon immer so. Und sie haben auch das Problem, dass sie keine neuen Garnituren mehr bekommen, weil die Straßenbahnen sind bei denen schmäler als in Wien. Die haben die alten Garnituren zum Beispiel aus Wuppertal, glaube ich, und aus Wien. Und die haben jetzt alles neue Stadler. Okay, inzwischen ja, neue? Brandneue. Ah, okay. Die haben das konnten sie nämlich Problem. Nie kaufen, neue. Also man sollte sich, das habe ich gelernt, in Graz in der Straßenbahn wirklich festhalten. Was gesagt, humpelt. Nämlich insbesondere beim Bremsen, also so von 5 auf 0 Kilometer, das ist quasi instantan. Also ich habe eine Straßenbahnwand von innen geküsst, weil ich bin so die Wiener Bremsverhältnisse gewohnt und der bleibt dann wirklich sehr ruckhaft stehen. Also diese Stadler-Dinger, die sind... Ein bisschen ruckhaft. Ist Graz. Meine Informationen sind 10 Jahre alt. Yep. Damals hatten sie halt das Problem, dass sie keine neuen Garnituren mehr bekommen. Sie wollten nämlich Gebrauchte kaufen, weil es günstiger ist. Was billig ist, ja. Ja, und die ganzen anderen Städte hatten schon teilweise auch Niederflur Mittelteile eingebaut. Ja, genau. Und damit Straßenbahnen verlängert gemacht. Das haben sie Karl, selber dann gebaut. Meine Frage war, als einzige Person hier, der nicht in Graz war, ist es sehenswert? Ja. Ja, so wie es Metal ist. Nicht aus, aus ganz anderen Gründen, aber Graz ist wirklich sehr schön. Sehr ja. Insbesondere die Grottenbahn, hast du so? Grottenbahn, Höllenbahn? Ich muss gestehen, mit der Bahn noch nicht gefahren. Die ist super. Die bin ich unterm Schlossberg. Im Schlossberg ja. drinnen. Ja. Ich bin immer zu Fuß hochgegangen. Ja. Sehr anstrengend. Und relativ lang ist die im Berg drinnen. Ja. Ja. Stimmt. Dann der Schrägaufzug rauf auf die zum Schlossberg. Das ist eine Seilbahn, ja. Das ist doch so eine Standseilbahn. Ja. Eine Seilbahn ist das. Und Zahnradbahn ist das. Sie haben zwei Garnituren. Das ist mit Seil, oder? Es sind zwei Kabinen, die an einem Seil miteinander verbunden sind. Um halt das Gewicht auszugleichen, so gut es geht. Und dann wird oben dann halt für Nicht-Österreicher Graz ist insofern sehr schön, weil es hat eine historische Altstadt, ich glaube eine ziemlich große sogar. Ja. Und in der Mitte der Stadt ist sozusagen ein Schlossberg, wo früher Festung drauf war. Mhm. Und das heißt, du hast in der Mitte der Stadt einen grünen Berg, auf den du draufgehen kannst. Und noch große Teile vom ehemaligen Grasis sind auch noch erhalten. Das heißt, du hast um die Innenstadt so einen grünen Ring herum. Ein Berg mitten in der Stadt. Also ein Berg und einen grünen Ring. Also das ist schon recht cool für eine Stadt. Macht sie sehr freundlich. Und das Museum oben ist auch sehenswert. Und natürlich der Grazer Uhrturm. Und in der Nähe ist dann auch noch ein Schloss, das, weiß jetzt gar nicht mehr. Schloss Eggenberg? Ich kenne mich mit Schlössern eigentlich ganz gut aus, aber ich vergesse immer die Namen. Das ist auch sehenswert gewesen, mit einem Fasanengarten. Das ist das Schloss Eggenberg, das ist vom Hauptplatz, vom Bahnhof rechts. Das ist nicht in der Innenstadt, sondern sehr weit weg eigentlich sogar. Also hübsches Schloss, ja. Mhm. Eine Führung habe ich mal durchgemacht. Du bist ja halb Grazer. Naja. Ah, so. Ich habe studiert dort tatsächlich. Ah, okay. Ja, und was dort auch existiert, ist das Tramway-Museum. Ah, das kenne ich. Und die haben dort auch historische Straßenbahnen. Daher kenne ich das überhaupt. Da habe ich damals das Museum besucht. Und dann haben sie gesagt, ja, und heute Abend fahren wir mit einer historischen Straßenbahn einmal durch Graz durch. Und dann habe ich direkt gesagt, okay, dann fahre ich mit. Und ja. Und das Lustige war dann, an der Endhaltestelle in Puntigam stand dann mein Vater gerade am Bahnsteig und wartete auf die Straßenbahn. Der war nämlich zu diesem Zeitpunkt auch zufällig in Graz. Mhm. Und der war gerade an diesem Puntigammer Fest, das mit Stroh und so weiter. Mit einer Oldtimer Straßenbahn. Ja, und ich bin gerade mit der. Ja, hat er auch nicht mitgerechnet, dass wir uns dort so treffen. Weil wir waren unabhängig in Graz, wir hatten komplett unterschiedliche Dinge. Also Graz lohnt sich definitiv, ja. Aber das Straßenbahnmuseum ist am Ende der Linie 1 in Maria Trost. Maria Trost wusste ich noch, aber den Rest nicht mehr. Was ich nicht empfehlen kann, sind die... Das Straßenbahnmuseum ist übrigens auch nett, seit es jetzt umgebaut ist, vor 2 Jahren oder 3 Jahren. Okay, da war ich noch nicht. Ja. Wo ist das? Ist in Erdberg, also dritter Bezirk, und man kommt am einfachsten hin mit der U3 bis Eggenberg. Die Haltestelle aus. Ach so, es ist noch dort vor, okay. Schachtersgasse ist das. Und dann ein bisschen Erdberg. Zu Fuß zu gehen.
Ich kann noch was berichten. Ich war auf Österreichs angeblichen größten Sonntagsflohmarkt. So ganz habe ich es nicht geglaubt. Und zwar dort, wo sich die Mega Fair befunden hat. Nein, nicht am Naschmarkt, der ist samstags immer. Ist ein Ding, das heißt Metastadt. Das ist so von der MA48 so Gebäude, auch so ehemalige Ziegelfabrikhallen. Und das hat eine so eine riesige Ziegelhalle als Flohmarkt hergerichtet. Und da waren dann relativ viele professionelle oder semi-professionelle Flohmarkt-Handler dort am Sonntag. Und ja, also du hast halt eine Halle voll mit Flohmarkttischen und ein Typ hat Gitarre gespielt, also zur Unterhaltung da. Und am Abend haben, oder am Nachmittag haben die aber schon alle wieder abgebaut. Also ich habe auch nicht ganz kapiert, ob das den ganzen Sonntag ist oder nur Sonntagvormittags. Mhm. Aber plakatiert war es Österreichs größter Flohmarkt, zumindest am Sonntag. Mhm. Und du kriegst halt den üblichen Ramsch, also die so Wohnungsabverkäufe, wo halt so. Ja. Und hast du es gekauft? Es gibt entweder nicht, billig aber oder teures. Ein anderer Ausstand, der einen Tisch gehabt hat im Mega Fair, hat halt alte Nintendo Game Konsolen dort gefunden. Oh. Hat die dann stolz gepostet. Komisch, das hatten wir heute schon. Was? Ja, Retropie und dergleichen. Und NES. Ja, irgendwann muss ich zu einem Flohmarkt gehen und einen Stimmhammer suchen. Für ein Klavierstimmen, oder? Ja, mein Klavier hat Stimmnägel, die nur im 19. Jahrhundert gab. Ah. Das sind nicht die moderne. Das heißt, ich muss es suchen. Ja, Flohmärkte mag ich durchaus gern. Neubaugasse ist ja jedes Jahr, glaube ich, ein Flohmarkt. Ja. Im Sommer, ist der eigentlich immer gewesen? Wann ist der eigentlich immer? Das war halt immer so im Sommer. Ja. Egal, wir schauen nach. Lange Gasse war letzten Sommer ja, ne? Da gibt es zum Teil ziemlich teure Sachen auch. Aber es ist trotzdem sehenswert, einfach nur drüber zu latschen. Und jede Woche am bei der U-Bahn-Station Kettenbrückengasse am Nachmarkt. Ja, das ist Samstag. Auch so ein Klassiker. Ich sehe das nur danach, wie es dann dort aussieht. Ja. Nur Müll. Ja. Da fliegt dann überall Müll rum, Plastiktüten und dergleichen. Es ist wirklich ein Trauerspiel, finde ich. Also, dass die Leute das nicht selber aufsammeln, weil dann fahren wirklich mit, nicht Planierraupen, sondern mit Schaufelbaggern drüber, um den Müll wieder zu sammeln. Es sieht dann wirklich aus wie ein Müllberg. Also das, was sie hinterlassen, nicht das, was sie dort verkauft haben oder versucht haben zu verkaufen, das nicht. Das haben sie ja weggeräumt. Oh je. Ich habe nichts mehr. Ich habe auch fertig. Hast du fertig? Ich habe fertig. Ich hatte ein ganz nötiges Thema, aber ich glaube, das lasse ich lieber für nächste Woche übrig. Ich kann nächstes Mal vom Kirchentag in Berlin erzählen. Da fährst du jetzt hin. Nach Berlin. Jo. Und wann musst du los? Jetzt. Vor 5 Minuten. Nein, heute Abend muss ich den Zug erwischen. Ja. Aber vielleicht ist er schon fahren. Sollte es rauskommen. Ich habe den Dennis getroffen. Fällt mir doch noch was an. Den Dennis. Ah, den Dennis. Wo hast du den Dennis getroffen? Stimmt, bei einem Meetup genau, ich richtig. Den getroffen. Letzten Donnerstag. Jetzt geht es ja schon gemeinsam aus am Abend. Nein, nicht einmal. Hatte sie einen Blind Date. Er ist später gekommen dann. Ja, ja. Ich hatte vor, pünktlich zu sein, aber ich habe, als ihr angefangen habt, erst die Tastatur aus der Hand genommen. Und was war das für ein Meetup? Das Elixir-Meetup. Ah, ja, hast du ja erzählt. Ja. Und? Ja, es waren nicht besonders viele Leute, weil es waren eigentlich 16, die zugesagt haben auf Meetup, aber es waren, glaube ich, 9 oder so dort oder 8, oder? Da kam mir schon mehr vor. Kam dir mehr Moment, 5 circa, dann da nochmal, es kommt 16, kommt durchaus hin. Also dann haben wir ein paar nicht wahrgenommen und ich habe wieder mal ein Panoptikum vorgestellt zur Abwechslung und hatte wieder Spaß dabei. Ja, es war nett. Waren nette Leute. Der Dieter Comendera hat geredet, das ist einer von der Ex-Truppe vom, wie hat denn die App geheißen? Eine österreichische Time-Tracking-App. Ich fällt mir den Namen nicht mehr ein, muss wieder mal kramen danach, wie die heißen. Und der hat vorgestellt, wie sie in ihrem Projekt das verwenden, Elixir und so. Und Aaron Cruz hat vorgestellt, wie man mit Elixir Agents programmiert und also wir haben 4 Talks gehabt, was ja eine nette Geschichte. Und kommt wieder das nächste Mal, aber erst so in 2,5-3 Monaten und dann wird es wohl ein Barbecue sein. Sehr gut. Was ja auch nicht schlecht ist. Also keine Vorträge, sondern wir quatschen und futtern. Ich bin sehr dafür. Genau.
also auf meetup.com nach Elixir Vienna suchen, dort findet man das. Ja. Ich habe schon über meine Themen geredet. Jetzt habe ich ganz fertig. Ja, ich bin auch fertig, glaube ich. Ich glaube, wir können einfach Schluss machen. Na dann. Ja. Dann bis nächste Woche. Also tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.